Ja, ein herzliches Hallöchen und willkommen zur nächsten Folge von Gossip Teil 1 mit mir hier in diesem Revier. Leute, ich will Folgendes lernen. Wo ist da ein Lehrer, Leute? Und zwar allgemeine Infos. Der Kreis der Feuermagier. Schau mal, ich habe die Probe bestanden und den Schwur des Feuers abgelegt. Fortan trage ich die Rolle. Nö. Choristo, wo ist denn der? Händler im alten Lager, außerhalb des Lager, alten Lager, Tierverwalt, Sumpflager, neuen Lager, Händler, neuen Lager. Beförderung zum Gardisten. Der Kreis der Feuermagier. Wenn ich die Eier zurückgebracht habe, sollte ich mal mit Taurus reden. Vielleicht nimmt er mich in die Reihen der Gardisten auf. Wo ist der Taurus hin? Ist die Frage. Die gibt's ja nicht mehr. Taurus habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, Leute. Ah, Händler außerhalb der Lager. Nö, Beförderung zum Gardisten. Händler, Wissen der Tierverwertung, Lehrer im neuen Lager. Pasta, Bandit unterrichtet Akrobatik, Chorzöllner kann mich im Kampf einhändern, Kronos mir helfen, Mana zu steigern, den ersten Tag. Ja. Welchen Taschendiebstahl ist okay. Ich habe keine Ahnung. Ich muss in den dritten Kreis der Magie. Wie schaffe ich das, in den dritten Kreis der Magie aufgenommen zu werden? Somit muss ich einmal Wassermagier werden. Und die Frage ist, wie mache ich das? Ich habe ja schon die Wassermagierrobe. Weil ich möchte den dritten Kreis der Magie haben. Und den will ich lernen, Leute. Ja, es geht weiter in dieser Folge. Das ist Folge 95, müsste es sein. Und Leute, wir werden es bald schaffen. Die magische 100. Folge kommt bald. Das, was ich so grandios finde, Leute. Ja, leider Gottes pressiert es gerade richtig. Das ist so richtig doof. Du kannst mir nichts beibringen. Gut. Nosferatus. Nefarius. Was? Leute. Servus. Ich möchte was machen, Saturas. Magie zu Ehren. Hohe Robe. 2100 Erz. Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Es ist noch nicht an der Zeit, dass du die hohe Robe tragen kannst. Warum? Kannst du mich unterrichten? Es gibt noch viel zu lernen für dich. Wenn du bereit bist, werde ich dich unterrichten. Dritter Kreis der Magie, 20 Lernpunkte. Somit, ihr Lieben, werden wir zusammensparen. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ja, ja, danke. Leute, ich bin im zweiten Kreis. Also, dann schaue ich mir noch einmal meine ganzen Runen an. Wo habe ich die? So. Wir haben auf der 6 haben wir erster Kreis Feuerpfeil. Zweiten Kreis haben wir die Heilung. Ersten Kreis das Licht und Kreis haben wir da gar kein Teleport. So. Teleport zum Sumpflager, nö. Ihr Lieben, Eisblock ist im Dreierkreis. Kann ich noch nicht nehmen. Schaut mal, der wird mir wahrscheinlich gleich sagen. Ja, es fehlt ein magischer Zauber. Passt. Das heißt, einen magischen Kreis brauche ich noch. Zweiten Kreis ist die Heilung, die werde ich auch drauflegen. Ja, kann nie schaden. Feuerpfeile, ja. So, das war's auch schon, ihr lieben Leute. So, somit speichert's wieder 10 Jahre. Ja, also Leute, Entschuldigung, ich weiß nicht, warum das Iron nicht in letzter Zeit jetzt seit dem vierten Kapitel so elendig lang lädt. Also, speichert. Er speichert irrsinnig lang seit dem vierten Kapitel, Leute. Was absolut grauenhaft ist. Ach du Kacke. Ich will einfach nur speichern, mehr nicht. weil jetzt geht's richtig los. Wir müssen zu Xardas Turm gehen. Da werden wir auch jetzt einmal einfach so hinmarschieren aus Gaude. Dritter Kreis der Magie will ich aufgenommen werden, auf jeden Fall. Dazu brauche ich 20 Lernpunkte und somit haben wir noch einiges zu tun. 10 Lernpunkte haben wir. Nö, haben wir gar nicht mehr. Wir haben voll keine. Ach, Leute. Ich hoffe, dass das reicht. Weil Eisblitz. Es wird schon wirklich. Jetzt wird es sicher heftig, weil jetzt werden Viecher. Komm doch!
Boah, es werden Viecher kommen im vierten Kapitel, mit dem er hauptsächlich sicher nur noch mit Magie das schaffen kann. Ich weiß nicht. Es speichert so extrem lange. Entweder muss ich wieder abdrehen und wieder neu aufdrehen, weil es ein Bug ist oder so. Oder es ist einfach ab dem Kapitel 4 so, dass es einfach ewig speichert. Also es ist total komisch, Leute. Ja, ich will doch einfach nur speichern, mehr nicht. Ja, Leute. Was ist denn mit dem Speichern los? Es tut mir leid, echt jetzt. Ich werde es wahrscheinlich... Das speichert schon mittlerweile so lange, dass ich sicher schon wieder schneiden muss. Ja, auf jeden Fall. Leider Gottes. So, ich muss schauen. Wir haben 0 Lernpunkte. Und es braucht noch ewig, bis wir in die Wassermarke... Schaut mal. Also ich bin bei den Wassermagiern. Na bitte! Also man hätte auch zu den Gardisten gehen können und so weiter und so fort, aber das will ich nicht. Ich will Wassermagier werden, was ich traurig finde. Warum ich eigentlich... Also wenn ich... Sicher Leute, wenn ich mehr für das alte Lager getan hätte, wäre es umgekehrt gewesen. Bin mir ziemlich sicher, dass es umgekehrt gewesen wäre. Ach, Wassermagier... Ja, ich finde Wasser auch sehr cool und so, Feuer, und ich könnte mich ja gar nicht entscheiden, aber also was ich erfahrungsgemäß weiß, erfahrungsgemäß natürlich auch von anderen Spielen und so, wobei ich viele, viele Spiele spiele und schon gespielt habe, wo es um Magie geht, weiß ich, dass Feuer sehr cool ist und das war ja auch der Grund, warum ich mich zu den Feuermagiern begeben habe, aber Wassermagier... Also da war ich noch nie, also Wassermagier war ich eigentlich bei bisher noch überhaupt keinem Spiel, Leute. Ja. So, gehen wir halt einmal weiter. Denn jetzt wird's interesting, Leute. Jawohl, das sind zu viele Bauern hier, grüß euch. Ach ihr Lieben. Das müsste die 95. Folge sein. Also ich werde eh noch kurz vor der 100er Folge mal kurz aufhören und schauen, welche Folge das jetzt genau dann ist. Denn es muss die 100er richtig angepriesen werden. So wie es bei mir halt ist. Kommt die Jubiläumsfolge raus. Und es ist einfach die magische... Für mich ist eigentlich der 100er... ist für mich quasi ein magisches Vergnügen, Leute. Ja. So ist es. Es regnet. Es schüttet. Leute, ich muss jetzt auf jeden Fall zum Orkgebiet gehen. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich dazu hinkomme. Zu dem Orkgebiet schnell. Bin angesoffen. Ich renne rechts und links und hin und her. So. Denn der Horst, die ist nicht mehr. Das wollte ich einfach nur noch doof zu Ende bringen. Entschuldigung. Leute. Gossig. Ja, also, es läuft wunderbar. Ich hätte, muss ich jetzt ehrlich sein, überhaupt nicht damit gerechnet, dass Gomez durchdreht. Und mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wäre das, wenn ich viel fürs alte Lager gemacht hätte und so, oder das meiste, wäre dann der Laris durchgedreht und das passiert und hätte die Wassermarke vernichtet. Also das ist, bin mir ziemlich sicher, Leute, weil sonst hätten ja die Feuermarke ja überhaupt keine Rolle spielen können im kompletten Spiel. Also da hätte ich mich auf jeden Fall entscheiden können. Zu wenig G, Leute. So, da kann ich auch nichts mehr machen, schätze ich mal. Die reden nicht mit mir, da könnte ich nur handeln. Nö, will ich nicht. Ich will zum Orkgebiet. Und dort ist der Xardas-Turm. Und da, ich möchte mich da nur kurz umschauen. Ich spiele ab jetzt komplett blind. Aber komplett blind. Momentan, jetzt. Somit weiß ich jetzt nicht, was auf mich wartet, Leute. Mal schauen auf die Uhr.
Nicht auf diese Uhr, auf diese Uhr. Ja, es ist zu Mittag. Leute, so, die sind auch tot. Das ganze alte Lager ist verbarrikadiert, Leute. Schade. Ja, ja, so kann es nun mal, so kann es einmal sein, Leute. Es ist einfach so. Orki, seid ihr wieder gespawnt oder nicht? Ich schau mal. Laris, wo? Ah, Xadas Turm. Kann ich den von hier schon sehen? Na, ich weiß es nicht genau. Ich schaue mal, ob da irgendwo Orkse verblieben sind, Leute. So. Ach, Leute, es speichert wieder und ich werde wieder schneiden, weil mir dauert das einfach zu lange, das momentane Speichern, Leute. Ist Wahnsinn. Ja, es ist aber ein bisschen schneller gegangen als letztens. wahrscheinlich nochmal abdrehen und wieder aufdrehen den Computer, beziehungsweise noch einmal das Spiel beenden und wieder neu starten. Das weiß ich, weiß es nicht. Was da los ist. So, wir können ja mittlerweile auch schon gegen den Schattenläufer sehr, sehr gut bestehen. Ja. Wir haben auf jeden Fall weiter verstärkt. Ich muss mal ganz kurz, Leute, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz darüber schauen. Ah, diese Veränderungen der ganzen Verhältnisse hier. Was ist das da eigentlich? Ah ja, genau. Da war ja das. Okay. Verstehe schon. Nö, da bin ich falsch. In dem waren wir schon, in dem Dungeon. Sei los, was ist denn los da draußen? Mein Hund ist schon wieder nervös. Was bist du für einer? Das sehe ich was. Komm, Varan. Boah, ein Schuss der Varan tot, Leute. Ich glaub's ja nicht. Na komm doch, Kollege. Na bitte. Ach Gott, die sind so schwach. Ich habe so viele Pfeile, Leute. Was ist denn das da für einer gewesen? War da gerade ein Viech? Wahnsinn. Varan. Ah, Bienchen. Was du da machen, du Vogel? Zück doch das Schwert. Ach, Leute. Blutfliege, du bist gar nicht nett. Das stört mich beim Loot, Leute. Ah, das gibt's ja nicht. Ich will Erfahrung sammeln, ich will aufsteigen, ich brauche den dritten Kreis der Magi. Magi, Höllenpilz. Schade! Ich habe eine Queste verhaut. Was ist denn da? Oh, schau doch mal, wie viele Orkhunde das sind. Was sind das? Wölfe. Wölfe! Ach Leute, so schwache. Ach Leute. Ihr seid schwach. Wisst ihr das? Ihr vergeudet meine Zeit. Nö, gibt's aber die Zähne her, die kann ich verkaufen. Auf jeden Fall. Ja, ich gehe mal da weiter. Da haben wir Höllenpilze. Da war ich da überhaupt schon mal. Weiß ich nicht. So, Zähne und keine Ahnung was. Wo bin ich da? Ich speichere einfach nur mal so auf der 2. Vielleicht ist es schneller. Nö, genauso langsam. Also ich dachte mir, vielleicht liegt es am Einzelspielstand oder irgend sowas. Keine Ahnung, dass es so lange speichert. Also ich weiß es nicht, ob es bei euch, also ich weiß nicht, wenn du das spielst, keine Ahnung, auch so ist, dass es ab dem Kapitel 4 dann länger speichert. Es ist seit dem Kapitel 4, Leute. Von 5, Leute. Wir haben schon 3/4 des Spiels um. Wahnsinn.
Wir kommen der 100er Folge näher. Ja, natürlich werde ich auch weiterkloppen und so weiter. Mal weiter, mal aufsteigen und keine Ahnung was. So, das habe ich auf der 2 gespeichert. Wo komme ich jetzt eigentlich dahin? Da ist Xada. Ist das Xadas Turm? Ich gehe mal da weiter. Kann ja nie schaden, Leute. Weil da haben wir Sklavenbrot. Und da höre ich eine ekelhafte Wanze herumstiefeln. Bäh. Ja, keine Ahnung. Da ist ja das Lager. Genau. Ja, da bin ich jetzt da quasi eigentlich irgendwo im Kreis gelaufen. Leute, was ist denn das für ein Turm hier? Schaut einmal. Servus? Ist da wer? Eine Kiste. Was haben wir? Das habe ich ja ausgenommen. Leute! Ja, Leute, da war ich ja schon drin. Das ist ja die eine Kiste, die... Genau, da war ich doch schon, Leute. Ja, da bin ich ja wieder komplett falsch. Wurscht. Ich muss Lulu, Leute. Ja, jetzt bin ich ja im Kreis gelaufen. Wurscht. Egal. Egal. Die Folge ist gleich wieder aus. Ich glaub's nicht, dass die Folge gleich wieder aus ist. Ich vermute zu wissen, wo Xadas Turm ist. Nur wie komme ich da hin? Das ist die Frage, wie ich da hinkomme. Ich muss unbedingt aufs Klo. Ich weiß, das ist sehr wichtig. Sehr interessant für dich, ich weiß. So, Xadas Turm. Zu dem müssen wir. Hä? Geht's da überhaupt? Geht's da rein, weil da eine so eine Einbuchtung war? Achso, nö. Da war ich doch schon. Ah, Leute. So, da geht's einmal dahintere, wo ich auch eigentlich nicht war. Da oben ist ein Turm. Ich glaube, da ist aber nicht Xadas Turm. Sondern wir gehen so, Leute. Also da schaue ich sicher noch einmal rüber, auf jeden Fall fix. So, die Folge ist gleich aus, weil es brisiert schon kräftig. Und so, dass ich endmal nicht schneiden muss. Wäre es toll, wenn ich nicht schneiden müsste jetzt. Aber ich muss schon so dringend aufs Klo. Ich zappel schon wie so ein Zappel-Philipp mit unglaublich harter ADHS-Störung. Ich darf Scherze über ADHS machen, weil ich habe selber massiv stark. Also. So, speichern wir noch einmal ein. 5 Stunden später, ihr Lieben, wir sind wieder da. Ja, es speichert auf jeden Fall sehr, sehr lange. Ihr wisst das mittlerweile. So, und dann geht's einmal hier rüber. Denn da drüben war ich noch nicht. Und diese Ding da drüben, dieses Gebiet, möchte ich räumen. Es ist nicht Xadas Turm, was ich weiß, aber da war ich noch nicht, Leute, über dieser Brücke da. Da war ich überhaupt noch nicht, Leute. So, ehe es aber weitergeht, werde ich dann auf jeden Fall einmal, ja. Die Folge beenden, sagen wir mal so. Und dann mache ich diese Höhle. Da ist nämlich eine Höhle drüben, Leute. Keine Ahnung, ob die schon für mich relevant ist, diese Höhle. Oder nicht. Entschuldigung, ich zappel hier rum, weil ich so dringend aufs Klo muss, Leute. Und ich beende die Folge jetzt schon mal, weil sonst pipi ich mich an. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Game over. Euer Wasti. Ciao.